Seit Donald Trump die US-Wahlen gewonnen hat, leben die Amerikaner auf einem anderen Stern. Wir sehen in China ja wirtschaftliche Schwäche, wir sehen in Europa wirtschaftliche Schwäche, in den USA scheinbar überhaupt nicht, oder? Naja, wir schauen uns heute mal genauer die US-Arbeitsmarktdaten an und da sehen wir, uiuiui, da gibt es viele, viele Warnsignale, die darauf hindeuten, dass der Arbeitsmarkt sich sehr deutlich abschwächt, auch wenn wir heute eine schöne Headline-Zahl bekommen haben, was die neuen Stellen betrifft. Und das ist eine Dynamik, die hier unter der Oberfläche passiert, die auch Donald Trump nicht wird aufhalten können. Aber das interessiert die Wall Street erstmal nicht. Das interessiert die Wähler von Donald Trump erstmal nicht. Das liegt daran, dass man eben jetzt diesen Optimismus hat. Mensch, mit Trump, da wird alles jetzt besser, da wird alles ganz toll. Und ich weiß, jetzt werden alle wieder sagen, Fugmann, du bist bärisch, aber ich will Ihnen einfach die andere Seite der Medaille zeigen und mal klar machen, welche strukturellen Themen wir jetzt bald haben werden. Auch in den USA, die werden sich nicht komplett abkoppeln können vom Rest der Welt, sondern werden da ein Stück weit mitgerissen. Und das genau wollen wir uns jetzt anschauen, startend erstmal mit diesen Arbeitsmarktdaten. Die Zahl war wirklich okay, 227.000, so um 200 bis 220 war die Erwartung, also leicht besser. Dann aber sehen wir, dass die Arbeitslosenrate steigt auf 4,2% von 4,1%. Sieht erstmal nicht so viel aus, aber wenn wir uns die genaue Zahl anschauen, also die nicht gerundete, dann waren wir fast bei 4,3%. Und das ist innerhalb eines Monats schon eine ziemlich heftige Hausnummer. Wir haben auf der anderen Seite dann die sehr schwachen Zahlen aus dem Oktober nach oben revidiert, auch aus dem September nach oben revidiert und interessanterweise, wir haben höhere Stundenlöhne als erwartet. Die sind um 0,4% statt um 0,3% gefallen. Soweit, so gut erstmal, sieht alles ganz schick aus, also ist doch eine tolle Sache. Aber wenn wir uns die ganze Geschichte mal genauer anschauen, sehen wir, es sind weitere 111.000 Fulltime-Jobs verschwunden in den USA. Bei den Part-Time-Jobs, also den Teilzeitstellen, sind es sogar 268.000 Stellen, die hier verschwunden sind. Und hier sehen wir mal, dass dieser Abbau von Vollzeitstellen, die sind um 1% wieder gefallen zum Vormonat, dass dieser Abbau der Vollzeitstellen eigentlich in einer Dynamik passiert, die schon sehr, sehr auffällig ist. Und dieser Abbau ist normalerweise komplett relatiert mit einer Rezession. Wir sehen jedes Mal, wenn diese Geschichte mit den Vollzeitstellen nach unten geht, dann sehen wir hier diese grauen Balken, dann kommt eine Rezession und auffällig ist, das werden wir gleich sehen, dass die US-Firmen zwar jetzt nicht großflächig entlassen, was in Europa, vor allem in Deutschland bald passieren dürfte, VW etc., aber dass sie auch sehr, sehr zögerlich sind mit Neueinstellungen. Das sehen wir dann auch, dass die durchschnittliche Zeit, wie Menschen arbeitslos sind in den USA, immer länger wird. Das sind alles so Indikatoren, die da zeigen, was hier der Fall ist und hier sehen wir das mal. Diejenigen, die mindestens 27 Wochen arbeitslos sind, gehen nach oben. Die Zahl derjenigen, höchster Stand jetzt seit langer Zeit mit einem Anteil von 23,2% und auch die Mediane Duration, also die Hälfte hat mehr, die Hälfte hat weniger, ist deutlich gestiegen. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation als 2016, als Trump ja die Wahlen gewonnen hat. Und da sehen wir, dass damals diese Geschichte in Sachen Dauer der Arbeitslosigkeit deutlich nach unten gewiesen hat. Jetzt sehen wir, da ist eine Trendwende. Es wird immer länger oder immer schwieriger, einen Job zu finden. Und das hat auch der Fettflüsterer Nick Timiraos erkannt, der vom Wall Street Journal, der gesagt hat, ja, wir sehen, dass eben diese Arbeitslosigkeit auf 2,46% gestiegen ist. Also ein Hauch nur hat gefehlt, dann hätten wir aufgerundet auf 4,3%. Das ist jetzt knapp unter dem Hoch, was wir hatten im Juli bei 4,253%. Und dann vor allem die Schwäche im sogenannten Household Survey. Es gibt ja einen sogenannten Establishment Survey, da werden Firmen befragt. Schriftliche Anfrage an Firmen, allerdings antworten immer weniger Firmen auf diese Anfrage, was die Datenqualität immer schwächer macht, by the way. Und dann haben wir eben diesen Household Survey.
Household Survey, wo eben Leute angerufen werden, Privatpersonen angerufen werden, wo es mit der Frage eingeleitet wird, ja, hast du einen Job und wie sind die Aussichten und so weiter. Und hier sehen wir, dass der Anteil derjenigen, die nicht arbeiten, im November deutlich höher war als noch vor einem Jahr. Also wir haben eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes in der Grundstruktur. Wir haben jetzt den Number of Unemployed 7,145 Millionen. Nur im Juli waren wir ganz knapp drüber. Und hier sehen wir, dass eben die People Employed, also die Angestellten, um 355.000 gefallen sind in den USA. Und das bedeutet, wenn jetzt neue Stellen entstanden sind, dann heißt das ja nicht, dass das Vollzeitstellen sind, sondern da ist auch eine 2-Stunden-Stelle für eine Putzfrau mit drin. Die sind bekanntlich, wie ich vorhin gezeigt habe, ja in diesem Monat oder jetzt im November um 227.000 gestiegen. Es sind also weniger Leute beschäftigt, aber die Jobs sind gestiegen, die Anzahl der Jobs ist gestiegen. Das bedeutet faktisch nichts anderes, als dass immer mehr Amerikaner mindestens 2 oder sogar 3 Jobs haben, also nicht in einem festen Angestelltenverhältnis sind, sondern praktisch von Teilzeit zu Teilzeitjob hasten. Und hier sehen wir das mit den Hires. Also mit den Anstellungen, da sind wir jetzt bei 3,3% und hier auch dieser rote Balken, den Sie sehen, das ist Rezession, also praktisch das, was in der Finanzkrise passiert ist. Und wir haben ja diese extreme Volatilität in Corona gehabt, aber dann geht es eben seit Anfang 2022 konstant nach unten mit den Hirings. Das heißt, die Firmen zögern einzustellen, sie entlassen auch noch nicht großflächig, aber sie zögern einzustellen. Und das ist ein wichtiges Zeichen. Wir hatten jetzt zum Beispiel im August ja die Daten, Hirings sind gefallen auf den tiefsten Stand seit 2005, seit diese Daten überhaupt ermittelt werden. Und hier eine Aussage eines Analysten, der sagt, also die Arbeitslosigkeit kann steigen, ohne dass jetzt großflächige Entlassungen passieren. Das ist praktisch, weil eben dieser Slowdown im Hiring, diese Abwärtsdynamik in Sachen Anstellungen, also dass die Unternehmen Leute anstellen, zeigt, dass sie vorsichtig sind, dass sie der Lage nicht trauen, dass sie eigentlich pessimistisch sind für die Zukunft. Jetzt haben wir diesen Trump-Sieg, jetzt scheint alles anders zu werden, aber gucken wir mal an. Wir hatten eben jetzt auch hohe Insolvenzen in Sachen Restaurants, höchster Stand seit Corona. Wir sehen das jetzt gerade im November zum Beispiel. Auch sehr viele Autofirmen sehr viele Leute entlassen haben in den USA. Und insgesamt kann man sagen, das erste Zeichen für eine starke wirtschaftliche Abschwächung ist, dass die Firmen nicht mehr einstellen. Nicht, dass sie gleichzeitig entlassen. Diese Entlassungen kommen am Ende des Prozesses, wenn wir schon in einer Rezession sind und die Firmen letztendlich den Glauben daran verlieren, dass es bald besser wird, dann fangen sie an, die Leute zu entlassen. Da sind wir noch nicht, aber interessant auch hier diese Zahl, die heute auch vom Bureau of Labor Statistics ermittelt wurde, nämlich dass weniger Illegale jetzt im Arbeitsmarkt sind. Offenkundig ist es so, dass die Biden-Administration jetzt in Sachen Grenze deutlich restriktiver geworden ist. Das bedeutet, dass also das Angebot an illegalen Migranten schon abgenommen hat und das bevor Donald Trump mit der wahrscheinlich sehr rigiden Einwanderungspolitik da noch für ganz andere Verhältnisse sorgen wird. Und wenn Trump kommt, bedeutet das, dass die Löhne, die ja schon relativ stark angestiegen sind, wie wir gesehen haben, 0,4% zum Vormonat, dass die wahrscheinlich noch deutlich stärker ansteigen werden. Denn du wirst einfach ein kleineres Arbeitskräfteangebot haben und wenn die Löhne steigen, dann steigt latent auch natürlich die Teuerung. Wir haben hier zum Beispiel bei den kleineren Firmen die sogenannten Compensation Plans, also das, was die Firmen planen, ihren Mitarbeitern zu zahlen. Die sind deutlich gestiegen, 4,5 bis 5%. Und Importpreise für Güter sind deutlich gestiegen. So viele Parameter, die relativ deutlich steigen und zeigen, dass wir trotz einer Abschwächung der Wirtschaft wahrscheinlich einen Anstieg der inflationären Dynamik jetzt wieder haben. Da ist die disinflationäre Phase ja vorbei und das checken die Amerikaner auch jetzt durch den Sieg von Donald Trump, Zölle. Und so sehen wir, dass die Einjahreserwartung für die Inflation auf 2,9% gestiegen ist.
Sehr deutlicher Anstieg zum Vormonat, höchster Wert seit Juni. Also auch da geht man davon aus, dass das ein bisschen kostspieliger wird. Ich habe im zweiten Teil noch eine Grafik, die zeigt, wie deutlich das nach oben gegangen ist, wirklich. Und auf der anderen Seite sind wir jetzt sozusagen mit dieser Abschwächung am Arbeitsmarkt, dieser Euphorie von Donald, die mit Donald Trump gekommen ist, sind wir jetzt, was das Price-to-Book-Ratio betrifft, also praktisch Marktkapitalisierung in Relation zum Buchwert einer Firma, auf Niveaus wie zuletzt in der Dotcom-Blase. Und Bank of Americas Michael Hartnett warnt, also das ist ziemlich frothy, das ist ein bisschen blasenartig, sowohl in den Aktienmärkten als auch bei Krypto. Und die Frage ist, natürlich, was wird passieren, wenn Trump dann kommt? Dann soll ja Elon Musk und Vivek Ramaswamy, die sollen ja hier praktisch Effizienz in die ganze Geschichte bringen. Mit anderen Worten, sie sollen vor allem Staatsbedienstete entlassen. Und wir sehen, dass die Biden-Administration das erste Mal seit längerer Zeit, nämlich seit oder der größte Rückgang jetzt von Staatsangestellten seit 2 Jahren, keine große Zahl, aber man hat auf jeden Fall, anders als in Deutschland, jetzt zum Abschied nicht nochmal massenweise Leute eingestellt. Vielleicht, weil man davon ausgeht, dass die eben dann sowieso unter Trump wieder rausgefeuert werden, kann ich mir vorstellen. Es könnte bedeuten, dass aber hier 1 bis 2 Millionen Leute entlassen werden, wenn das alles so passiert. Und auf der anderen Seite sehen wir dann Schlagzeilen wie die etwa von BlackRock. Die sagen also, die Weltwirtschaft, die ist jetzt aus diesem Boom- und Bust-Zyklus, da sind wir raus. Also man sagt praktisch, das Naturgesetz der Wirtschaft, es geht bergauf, es geht bergab, Boom, dann wieder Bust, das, was wir immer haben, Euphorie, dann kommt irgendwie ein totaler Einbruch, es kommt eine Rezession, dann kommt eine Erholung, das ist schon immer so gewesen. Also BlackRock sagt uns hier faktisch, nein, dieses Naturgesetz ist aufgehoben. Rechts habe ich mal eine Schlagzeile vor 24 Jahren, im Jahr 2000, Dotcom-Blase, da hat zum Beispiel Gordon Brown gesagt, okay, also Boom und Bust ist at an end. Also gibt es nicht mehr. Also wir sehen, wir haben eine sehr starke Parallele zu den Schlagzeilen aus dem Jahr 2000 und wir erinnern uns an den Ökonomen Irving Fisher oder die Älteren unter Ihnen, Geld, die 1929 schon gelebt haben. Da hat er ja von einem permanent hohen Plateau der Aktienmärkte gesprochen, das werde sich niemals ändern. Wir wissen, dass das dann sich relativ bald geändert hat und relativ genau vor 28 Jahren, gestern vor 28 Jahren, hat Alan Greenspan damals dieses Wort gesagt, also in der entstehenden Dotcom-Blase der Irrational Exuberance, also der irrationalen, des irrationalen Überschwangs, könnte man sagen. Es hat dann noch relativ lange gedauert, 3 Jahre sogar, sind die Märkte weiter gestiegen und ich bitte auch meine Aussagen jetzt nicht so zu verstehen, als würden heute oder morgen oder nächste Woche zwingend die Märkte fallen, das kann sich hinziehen, aber wir steuern hier schon auf eine Situation zu, aus meiner Sicht, die sich früher oder später eben in einer, wie soll ich sagen, in einer, man könnte vielleicht sagen, einem Entleeren dieser Blase ein Stück weit auflösen wird und muss, denn die Schwerkraft wird auch vor den Finanzmärkten nicht Halt machen. Also wir sehen, damals ging es dann natürlich mit Platzen der Dotcom-Blase ziemlich scharf nach unten und manche an den Märkten erwarten das offenkundig, dass das möglich ist, denn wir sehen hier den Skew, also das sind die Kosten für Absicherungen mit Optionen, Put-Optionen, die weit aus dem Geld sind, also da, damit die ins Geld kommen, damit sich das rentiert, müsste schon etwas Heftiges an den Märkten passieren, aber wir sehen, dass das so teuer ist wie noch nie in den letzten 15 Jahren. Also es gibt ein paar, die sagen, oh, vielleicht besser eine Absicherung zu haben. Wir tanzen, solange die Musik spielt, wie einst der Citigroup-Chef gesagt hat. Aber wenn die Musik aufhört zu spielen, dann haben wir zumindest eine Absicherung mal eingezogen. Wenig Absicherung haben andere. Wir sehen hier mal beim SPY, also das maßgebliche ETF. Und da gibt es ja gehebelte ETFs auf der Long-Seite. Und da sind wir jetzt so geleveraged, das ist unfassbar. Wir haben einen massiven Anstieg gehabt.
Wir haben jetzt für einen Dollar der Short in einem gehebelten Short ETF auf den S&P respektive auf den SPY eben hier hantiert, haben wir 14 gehebelte Long-Positionen, also das Verhältnis ist 1 zu 14. Das ist so gering wie seit dem 27. Dezember 2021, nicht mehr damals im Dezember 2021, ja noch totale Euphorie. Dann kam am 3. Januar 2022 das Fed-Protokoll mit der Aussage, wir werden die Zinsen anheben und dann war vorbei mit Party erstmal. Also es sind alle drin, alle ziemlich gehebelt drin, kann nicht schief gehen, oder? Was soll schon passieren, sagt man sich. Wir sehen jetzt auf einem neuen Allzeittief oder respektive ein Allzeithoch bei Befragungen hier, wie es denn ausschaut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mal einen Crash gibt oder eine heftige Korrektur. Jetzt sagen 43% der Investoren, dafür gibt es eine geringere als 10% Chance in den nächsten 6 Monaten. Das ist also auch der geringste Wert eigentlich, seit es diese Daten gibt. Wir sehen also sehr, sehr viele Extremparameter derzeit und das sollte doch ein gewisses Warnsignal sein. Wie gesagt, das ist keine kurzfristige, kein Timing-Instrument, aber es zeigt, dass man hier sich in einem Umfeld bewegt, in dem die Luft immer dünner wird und ich kann noch weiter in Richtung Mount Everest steigen und noch weiter, aber plötzlich merke ich vielleicht, dass der Sauerstoff weg ist und ich komme dann nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, wie ich den Rückweg noch bewältigen soll. Wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen wahnsinnige Zuflüsse in US-Equities. Hier unten sehen wir eine Grafik, dass das Short-Volumen im S&P so gering ist, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Also auch hier wieder absolute Extremparameter. Das gilt auch für die Dominanz der US-Aktien. Hier sehen wir mal das Gewicht der Top 10 Aktien und Top 5 Aktien in US-Aktien in der Welt. Konstant nach oben gegangen und scheinbar scheint sich eben auch die US-Wirtschaft hier, Real GDP, im Vergleich zur Restwelt komplett abzukoppeln. Das dauert aber normalerweise nicht so lange. Also es wird nicht so sein, dass die Amerikaner auf einem anderen Stern leben, auf einem anderen Planeten, sondern wir sind ein Planet und das werden auch die Amerikaner merken, auch wenn sie jetzt denken, mit Trump ist all das gelöst. Hier sehen wir ja, was im November passiert ist, dieser totale Absturz der Konjunkturdaten in Europa vor allem. Ist es da deutlich nach unten gegangen mit den Einkaufsmanager-Indizes und wir sehen das ein Stück weit auch, wenn wir uns mal das Verhältnis zwischen Copper und Gold und dem Dow Jones anschauen, Dow Jones Industrials. Kupfer gilt ja praktisch als sehr konjunktursensitives Metall, Gold als sicherer Hafen und wir sehen, Kupfer ist somit auf dem niedrigsten Stand der letzten Jahrzehnte. Das hatten wir 2007, 2008 einmal und das hatten wir 2000 einmal, also kurz bevor es dann richtig schwierig wurde. Also wir sind sozusagen auf dünnem Eis unterwegs. Das ist meine Botschaft. Das heißt nicht, dass dieses Eis noch weiter beschlitzt wird in gewisser Weise. Hier sehen wir mal den Buffett Indicator, Stock Market Value to GDP. Wir sehen unten den Euphoriometer, also überall eben das ähnliche Bild. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da habe ich noch hochinteressante Dinge über Bitcoin, über die Stimmung an den Aktienmärkten, über die US-Konsumenten. Hier zeigt sich, dass die Republikaner sind total high. Die Anhänger der Republikaner, während die Demokraten depressiv geradezu sind. Aber es hat sich die Erwartung, dass die Konjunktur nach oben geht, so stark verbessert wie zuletzt 1992, als Bill Clinton gewählt wurde. Also man erwartet einen totalen Gamechanger. Das und vieles mehr im zweiten Teil. Ich packe Ihnen den Link wieder unter das Video. Ich sage Servus, bis gleich.